Das Bündnis 90 Die Grünen ist in der Hamburger Bürgerschaft mit 14 Sitzen vertreten. Bei den letzten Wahlen bekam sie 11,2% der Stimmen. Sie ist eine ökologische Partei, bei der die Bürger, die Umwelt und die Menschenrechte im Mittelpunkt stehen. Gewählt wird die Partei meist von jungen und weiblichen Bürgern. Kommen wir nun zu unserem letzten Beitrag. Darin geht es um die steigende Kriminalität in Hamburg. Hans-Albers-Platz, Anfang Februar. Mehrere Täter schlagen brutal einen 34-Jährigen zusammen und rauben ihn anschließend seine Armbanduhr sowie 100 Euro Bargeld. Der Mann erleidet mehrere Knochenbrüche im Gesicht. Letztes Jahr wurden rund 75.000 Straftaten in Hamburg-Mitte begangen. Wie konnte es dazu kommen? Na, in Hamburg-Mitte ist einfach der Stadtteil St. Pauli beispielsweise. Das ist nun mal ein Kriminalitätsschwerpunkt. Das liegt an dem Milieu dort vor Ort. Und ich glaube, da muss man gucken, dass man eben die innere Sicherheit auch gewährleistet. Momentan ist er aber eigentlich kein herausragendes Problem. Es ist natürlich ein Bezirk, in dem traditionell das weniger sozial starke Klientel wohnt, auch ein hoher Migrantenanteil da ist. Das führt recht häufig, das ist kein Hamburger Phänomen, sondern in vielen Großstädten so, das führt recht häufig dazu, dass natürlich auch die Kriminalitätsraten etwas höher sind. Da darf man nie aufhören, das Thema ernst zu nehmen und weiter zu arbeiten, indem man gute Feuerwehrmänner ausbildet und gute Polizisten ausbildet für die Stadt. In der Vergangenheit, auch mit der SPD-Regierung, möchte ich hier ausdrücklich bescheinigen, auch Fehler gemacht. Man hat große Bauten geschaffen, man hat nicht drauf geguckt, welche Mischung von Menschen leben dort eigentlich. Die Täter vom Hans-Albers-Eck sind weiterhin auf freiem Fuß. Hätte eine Videoüberwachung die Tat verhindern können? Also wir glauben, dass Videoüberwachung eigentlich nicht zur Kriminalitätsprävention beiträgt. Das liegt einfach daran, wenn Leute kriminell werden wollen, dann gucken sie nicht vor, ob da eine Kamera steht oder nicht, sondern Kriminalität geschieht. Die totale Überwachung in der Stadt, auf allen Plätzen, in allen Schulen, das halte ich, glaube ich, für nicht sinnvoll. Aber man muss es punktuell gucken. Wo gibt es Schwerpunkte, wo tritt Kriminalität ganz besonders häufig auf? Und ich glaube, an solchen wichtigen Punkten müssen wir denken, wie wir auch dort eine kontinuierliche Überwachung auch per Videokameras installieren sollten. Also die FDP ist ja traditionell, was Datenschutz und Überwachungsstrukturen des Staates gegenüber seinen Bürgern angeht, kritisch eingestellt. Wir glauben nicht, dass wir einen Staat brauchen, wie zum Beispiel in Großbritannien, der sich an jeder Ecke 10 Kameras leistet. Besonders Jugendliche landen immer häufiger im Gefängnis. Die Brutalität der Jugendlichen scheint neue Formen anzunehmen. Muss den Leuten wirklich klar machen, das, was in der Realität passiert, sind keine Videospiele, sondern das ist Realität. Und da gibt es einen großen Unterschied. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, dass man wirklich mit den Leuten sehr intensiv reden muss, sie auch intensiv betreuen muss und auf diese Weise eben präventiv tätig sein muss. Immer wieder das Thema Aufklärung, Opferschutz an den Schulen, auch in offenen Jugendarbeit, in Jugendtreffs, solche Dinge anzugehen, zu sagen, also Gewalt ist der falsche Weg, sondern eher Präventivmaßnahmen sollten wir da angehen. Da ist in der Schule immer noch viel zu tun. Übrigens auch ein Job, den Polizei mit Schule zusammen machen kann und auch macht. Es gibt ja den Cop for You hier in der Stadt und eine ganze Reihe von anderen Projekten auch. Da kann man aber, glaube ich, noch nachlegen, da kann man mehr machen. Auch dafür brauchen sie am Schluss wieder mehr Mittel, denn das kostet alles Geld. 200.000 Straftaten in Hamburg sprechen für sich. Müsste bei der Polizei eine Veränderung stattfinden? Da ist, glaube ich, in den letzten 2 Jahren auch noch mal einiges passiert. In der Ausbildung für die Polizei ist es einfach mehr Polizei auf den Straßen präsent. Naja, also die Dichte von Polizisten und die Anzahl der Straftaten in der Stadt hängen ja nicht unmittelbar zusammen, sondern es ist im Gegenteil so, Menschen werden leider straffällig. Hamburgs Polizisten werden zu lange nicht befördert, verdienen dann auch zu wenig. Der Beruf ist nicht attraktiv genug. Fest steht, dass im Bundesländervergleich in Hamburg nach wie vor prozentual die drittmeisten Straftaten begangen werden. Besonders in sozialen Brennpunkten wie Hamburg-Mitte scheint Handlungsbedarf.